besonderer Tag, nicht nur für die HFBK und für alle, die zur HFBK dazugehören, sondern tatsächlich auch für die Stadt, für uns in der Politik, im Senat, für mich auch ganz persönlich, weil heute ein solcher Tag ist, an dem man einfach weiß, dafür macht man Politik. Und Herr Köttering, wir haben das die letzten Jahre ganz, ganz eng immer wieder miteinander diskutiert und besprochen. Es ist ein ganz, ganz langer Weg, mitunter steiler Anstieg, steiniger Pfad gewesen. Und heute sind wir jetzt alle hier und die Freude ist wirklich überwältigend und groß. Ich gratuliere Ihnen und der ganzen HFBK zu diesem wunderbaren Atelierhaus. Danke von Linken für diesen wunderbaren Entwurf, der sich ja auch so hervorragend an das Hauptgebäude anschließt und auch super gut in das gesamte Stadtbild passt. Und will natürlich auch der Spindelhof als sogenannten Projekt- und Realisierungsträger ganz herzlich danken. Und wofür das Ganze? Für unsere Stars. Und unsere Stars, das sind unsere Kunststudierende. Und davon werden sie sich heute selbst überzeugen können, weil sie das ganze Haus hier nämlich schon in Besitz genommen haben und eine tolle Ausstellung zeigen. Schritt, wo man etwas betrachtet oder etwas sieht, da geht man in die Frage, was das Sehen als solches ist. Aber muss man da noch reinschauen? Genau, da kann man jetzt reinschauen, quasi, genau, so rum. Genau, das ist ja quasi eine VR-Brille, so als Symbol des Eskalismus. Und was gesehen? So, ich bin ja auf einem Auge blind, deswegen glaube ich, das funktioniert das schon hier. Stattfindet aber auch ein neuer Ort, in dem Freiheit.